dem Moment, wo er diesen Schock ansetzt, ist es wichtig, dass ich die Wirbelwirkung verringere. Dies schaffe ich, indem ich meine Hüfte nach oben nehme und mit der Hand vor seine Faust, meine Hand vor seine Faust führe. Er baut den Druck auf, ich bringe die Hüfte hoch und drehe mich zur Seite. Dadurch habe ich keinen Rückdruck mehr am Hals. Ich führe seine Faust auf die andere Seite von meinem Hals und kann nun den Arm kontrollieren und in den Armbar gehen. Sein Arm ist ja gestreckt, also nutze ich das aus. Das Bein unter seine Achsel, anderes Bein über den Kopf. Ich werfe ihn um und bin im Armbar. Er möchte würgen, ich greife mit der Hand vor seine Faust, hüpfe nach oben, bringe seine Faust auf die andere Seite, greife den Arm und gehe in den Armbar.